So, wir haben jetzt aber erstmal eine Wasserfallhöhle zu erkunden. Das ist also der Wasserfall, der ein Geheimnis bergen soll. Wow! Das Wasser kommt mit einer ganz schönen Wucht herunter. Versuch du mal näher ranzugehen. Stimmt, es ist unglaublich. Ich kann neben diesen Wassermassen kaum stehen. Wow! Siehst du, es ist richtig heftig. Wenn man unter diesen Wasserfall geraten würde, bekäme man sicher einiges ab. Ich hätte nicht gedacht, dass Wasser mit so einer Wucht herabstürzt. Was sollen wir überhaupt anfangen zu suchen? Irgendwas kommt mir bekannt vor. Es ist wieder dieses Schwindelgefühl. Es ist wieder passiert. Ich habe etwas gesehen. Aber was habe ich gesehen? Huh, was ist, Kilian? Was? Du hattest noch eine Vision? In diesem hast du ein einzelnes Pokémon in diesen Wasserfall springen sehen? Nicht nur das, hinter dem Wasserfall ist eine verborgene Höhle? Aber das Wasser scheint wirklich mit einer großen Wucht herunterzukommen. Stell dir vor, hinter dem Wasserfall wäre in Wirklichkeit eine harte Felswand. Autsch. Wenn wir versuchen würden, durchzuspringen, würden wir ziemlich hart aufschlagen. Also, Kilian, was denkst du? Ist da wirklich etwas hinter dem Wasserfall? Bist du wirklich überzeugt, dass da eine Höhle ist? Nun, in Ordnung. Ich vertraue dir. Ja, ich glaube fest an dich. Oh Mann. Okay, ich muss jetzt tapfer sein. Wenn ich Angst bekomme und nicht mit vollem Tempo abspringe, wird es sowieso nicht gut um mich bestellt sein. Wenn ich es tue, darf ich kein bisschen zögern. Sei tapfer. Sei so tapfer wie noch nie. Fertig, los, Kilian. 3, 2, 1, jetzt! Ah! Au, au, au. Was ist das? Ja, es ist eine Höhle. Du hattest tatsächlich recht. Lass uns diese Höhle erkunden. Lüften wir ihr Geheimnis. Wasserfallhöhle U1. Was? Moment. Wer hat da was aufgehoben? Ich habe Quapsel gelesen. Was hast du aufgehoben? Ein Plosivsamen. Okay. Moment. Mal ganz kurz. Nochmal kurz unterbrechen. So, da kann es weitergehen. Das ist echt schlimm. Ich werde immer unterbrochen, wenn ich aufnehme. Oh, hier liegt Geld, hier liegt Geld. Ein Tangela. Da ist die erste Treppe. Eine Sinelbeere. So. Dann haben wir gleich die nächste Treppe. Da ist eh eine Sackgasse. Hier auch. Dann liegt Geld. Hier geht's auch nicht weiter. Es ist schon sehr faszinierend, wie viel EP man in diesen Trainingseinheiten kriegt, wenn man bedenkt, hier geben wir 64 EP. Und in den Trainingseinheiten hatte ich auf der ersten Ebene schon welche mit knapp 100 oder ein bisschen über 100 sogar. Wir haben auf jeden Fall ein Felino, das sich unserem Team anschließen will. Natürlich darf der mit. Weil ich erst letztens
gegen ihn wieder gut gekämpft habe und er einen Mollat dabei hatte, baue ich ihn hier jetzt auch mal ganz kurz rein. Destiny. Willkommen im Team. So. Destiny, du machst doch bitte mal die Kuh prüfen. Den Itemmeister machst du bei dir mal aus. Apropos Items, ich sollte das Ding vielleicht mal wieder mir geben und das Zinkband geben wir doch mal wieder Fliggy. Wasserfallhöhle U4. Und, ach ja, das sollten wir bei ihm vielleicht auch mal ausmachen. Den Lebensruder bitte ausmachen. Blutenschlag auch aus. Aquaknarre und Lehmschuss darfst du benutzen. Ein Quapsel. So. Treppe. Und da ist wieder ein Tangela. Dass sich die alle von einem Donnerschock one-hitten lassen. Das ist sehr praktisch, dass du einen H2O-Absorber hast. Muss ich schon mal sagen. Wollt ihr euch jetzt gegenseitig hochheilen, jetzt bei oder was? Ach komm, da kriegst du ruckzuck hieb. Autsch. Der Lehmschuss tut weh. So, U6. Habe jetzt gar nicht mehr im Kopf, wie tief dieser Dungeon überhaupt ist, aber allzu tief war er nicht. Schön Schaden, du. Ein Schal, ein Spezialband. Das würde ich doch dann gerne mal mir geben. Das ist nämlich dann ein bisschen besser als das Blauband. Vor allem, weil ich momentan mit meiner Hauptattacke noch speziell angreife. Ein bisschen mehr Schaden auf den Donnerschock schadet hier niemandem, außer meinem Gegnern. So, da verfolgt uns irgendwas. Fliege, das schaffst du allein, oder? Jo. Das tut er. 54 Poke und weiter geht's. Ach, sind wir hier schon durch. Wow, sieh dir das an, Kilian. Sieh dir all die funkelnden Edelsteine an. Boah, sieh mal da, ein riesiger Edelstein. Toll, so einen gigantischen Edelstein habe ich noch nie gesehen. Was für ein unglaublicher Schatz. Alle werden staunen, wenn wir mit dem zurückkommen. Fliege versucht, den riesigen Edelstein zu nehmen. Er rührt sich kein Stück. Er steckt wirklich fest. Kannst du es mal versuchen?
Kilian übernimmt und versucht, den riesigen Edelstein herauszureißen. Wow, der steckt wirklich bombenfest. Er rührt sich nicht. Nein, es bringt nichts. Du kannst ihn also auch nicht bewegen, Kilian. Aber wir können nicht einfach aufgeben. Wenn wir uns genug anspringen, muss es doch irgendwas bringen. Ich versuche es noch einmal. Fliege versucht noch einmal den riesigen Edelstein herauszuziehen. Er lässt sich keinen Millimeter bewegen. Hä? Oh nein. Es passiert schon wieder. Es ist... Aber das war... Es bringt nichts, ich kann ihn nicht herausziehen. Durch Zufall drückt Fliege gegen den riesigen Edelstein. Was passiert jetzt? Es ist eine Flutwelle. Wo sind wir? Hallihallo, seid ihr zwei in Ordnung? Ihr seid aus einem Himmel heruntergeplumpst. Oh, ihr habt uns ganz schön erschreckt. Wo sind wir? Dies ist die heiße Quelle. Die heiße Quelle? In der Tat, dies ist die heiße Quelle. Die heiße Quelle wirkt Wunder für unsere müden Muskeln und steifen Gelenke. Viele Pokémon kommen hierher. Sag, mein junges Pokémon, hast du eine Karte dabei? Karte? Oh, wenn du unsere Wunderkarte meinst, ja, die haben wir dabei. Falte sie für mich auf. Da, hier sind wir. Hier liegt die heiße Quelle. Oh, verstehe. Der Wasserfall ist da drüben, also... Hey, sieh mal. Das Wasser hat uns den ganzen Weg bis hierher getragen. Meine Güte, ihr wurdet vom Wasser hierher getragen. Was für eine lange Reise. Lasst die heiße Quelle eure Müdigkeit wegwaschen, bevor ihr euch auf den Heimweg macht. Gute Idee, das machen wir. Vielen Dank euch allen. Ja, speichern wir mal. Erfolgreich gespeichert. Mal sehen, ob ich das richtig verstanden habe. Hinter dem Wasserfall gibt es eine Höhle. Im tiefsten Teil der Höhle ist ein riesiger Edelstein. Als du gegen den Edelstein gedrückt hast, wurde eine Art Falle ausgelöst und ohne es zu ahnen, wurde dir bis zur weit entfernten heißen Quelle gespült. Das sind die Fakten. Ja, dass wir den Edelstein nicht mitnehmen konnten, ist wirklich schade. Nein, nein, aber zehnmal nein. Ihr habt doch eine große Entdeckung gemacht. Wirklich? Zweifellos. Dass es in dem Wasserfall eine Höhle gibt, das wusste bisher niemand. Oh, verstehe, wir haben eine Entdeckung gemacht. Als ich diese Schwindelanfälle hatte, da sah ich den Schatten eines Pokémon. Diese Form. Ich habe diese Form schon einmal gesehen. Die Form, sie ist unverwechselbar. Das war Knuddeluff. Eure Entdeckung ist einfach unglaublich. Der Guildmeister muss davon erfahren. Stimmt etwas nicht, Kilian? Du sagst, dass Knuddeluff schon mal an dem Wasserfall war? Nein, 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 mit Sicherheit nicht. Das ist absolut undenkbar. Wenn es so wäre, hätte der Guildmeister euch nicht mit der Erkundung beauftragt, oder? Aber da ihr darauf besteht, werde ich den Guildmeister selbst fragen. Wieso wollen sie sich ihre eigene Entdeckung verderben wollen? Wie seltsam. Ich sollte etwas mittlerweile gewohnt sein. Diese Lehrlinge sind mal wieder komische Käuze.
Was war das? Oh, nichts, nichts, überhaupt nichts. Wie auch immer, ich werde die Guildmeister fragen, ob eure Geschichte stimmt. Bitte wartet hier. Muss ich mich direkt mal räuspern. Und, wie lief es? Als ich den Gildenmeister fragte, wurde er erstmal sehr nachdenklich. Und dann sagte er... Oh, Erinnerung, süße Erinnerung, Luffy. Dann tanzte er eine Weile durch die Gegend. Und dann sagte er... Ja, ja, wenn ich recht überlege, war ich vielleicht wirklich einmal da. Das waren die Worte des Gildenmeisters. Kurz gesagt, es ist so, wie Kilian vermutet hat. Er war tatsächlich schon mal einmal in der Wasserfallhöhle. Oh, okay. Das ist irgendwie schade. Ich dachte wirklich, wir hätten eine Entdeckung gemacht. Ich wünschte, Knuddeluff hätte uns das gleich gesagt. Der Gildenmeister kann manchmal ziemlich laudisch sein. Selbst ich ahne oft nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Nun, das ist wirklich schade für euch. Nichtsdestotrotz erwarte ich morgen euren vollsten Einsatz. Heute war ein anstrengender Tag. Ich sollte früh ins Bett gehen. Wir haben heute einiges erlebt, was? Aber weißt du was? Es hat mir richtig Spaß gemacht. Klar, da war diese eine große Enttäuschung. Aber es war unsere erste Erkundungstour. Ich dachte die ganze Zeit, ich platze vor Spannung und vor Freude. Da wurde mir klar, dass es richtig war, Mitglied in einem Erkundungsteam zu werden. Ich bin mir sicher, dass ich eines Tages das Geheimnis meines Reliquienfragments lösen werde. Es ist mein großer Traum. Wenn er jemals wahr wird, falle ich vor lauter Freude bestimmt in Ohnmacht. Aber im Ernst, danke. Wow. Dass ich auf Erkundung gehen kann, verdanke ich dir, Kilian. Ja. Ich bin der größte Angsthase und trotzdem habe ich es geschafft, meinen Mut zusammenzunehmen. Das alles nur, weil du dabei warst. Wirklich, danke. Oh ja, weißt du, ich habe nachgedacht, mir ist etwas an deinen Schwindelanfällen aufgefallen. Anscheinend berührst du immer gerade irgendetwas, wenn sie kommen. Das stimmt, Fliege hat recht. Als ich Azure schreien hörte... Und auch das andere Mal. Als wir die Wasserfallhöhle erkundeten. Es stimmt. Es passiert immer, nachdem ich irgendetwas berührt habe. Dann bekomme ich diese Schwindelanfälle. Wenn ich etwas berühre, sehe ich etwas, das damit in Verbindung steht. Oder? Da ist noch eine Sache. Als wir Azurin gerettet hatten, hattest du eine Vision aus der Zukunft. Aber diesmal hast du Knuddeluff in die Höhle gehen sehen, richtig? Das heißt also, diesmal hast du etwas gesehen, was in der Vergangenheit passiert ist. Das stimmt. Anders gesagt, Kilian, wenn du eine Person oder einen Gegenstand, der ihr gehört, berührst, siehst du etwas aus der Vergangenheit oder Zukunft. Du musst eine besondere Fähigkeit haben. Es könnte wirklich etwas ganz Außergewöhnliches sein. Du könntest sie für vieles verwenden. Nicht nur für Erkundungen. Diese Fähigkeit könnte für alles Mögliche nützlich sein. Es ist fantastisch. Naja, das stimmt wohl. Aber ich weiß nicht, aber das heißt nicht, dass ich jedes Mal eine Vision bekomme, wenn ich etwas berühre. Es wäre nützlich, wenn ich die Vision haben könnte, wann immer ich will, aber... Hey, ihr zwei! Der Gildenmeister will euch sofort sehen. Gildenmeister, hier ist Team Crosshard. Gildenmeister? Gildenmeister! Hallöchen! Euer Team hat heute viel durchgemacht. Oh ja, eine Menge. Aber keine Sorge, ich behalte eure Aktivitäten im Auge. Ich sollte euch sagen, warum ich euch gerufen habe. Wir haben bald vor, eine große Expedition zu unternehmen. Eine Expedition? Ja, die Gilde wird einen Ort erkunden, der sehr weit entfernt liegt. Das ist viel schwieriger als eine Erkundungstour hier in der Nähe.
Darum müssen wir uns gut auf die Reise vorbereiten. Wir wählen sorgfältig aus, welche Gildenmitglieder mit auf die Expedition gehen werden. Wirklich? Normalerweise würden wir niemals im Leben in Erwägung ziehen, Neulinge als Mitglieder für eine Expedition zu wählen. Aber ihr zwei gebt euch so viel Mühe. Darum machen wir diesmal eine besondere Ausnahme. Wir haben beschlossen, euch in die Liste der Kandidaten für die Expedition aufzunehmen. Wirklich? Na, ihr seid noch nicht als Expeditionsmitglied ausgewählt. Bis zur Expedition ist noch Zeit. Wenn ihr bis dahin keine gute Arbeit leistet, könnt ihr nicht damit rechnen, für die Expedition ausgewählt zu werden. Ich bin mir sicher, ihr zwei könnt es schaffen. Gebt euch Mühe. Ja. Eine Expedition. Ist das nicht fantastisch, Kilian? Ich habe plötzlich Herzrasen. Tun wir unser Bestes, damit wir ganz sicher für die Expedition ausgesucht werden. Kapitel 6. Team Totenkopf. Mein Hasskapitel. Aufgestanden und ab dafür! Es ist morgen! Guten Morgen, Kilian. Ja, ich möchte speichern. Und an dieser Stelle mache ich auch eine Aufnahmepause. Ich nehme jetzt schon wieder seit insgesamt 1,5 Stunden auf. Wenn man die Pausen, die ich dazwischen hatte, noch dazu zählt, war es wesentlich länger. Auf jeden Fall, ich mache hier eine Aufnahmepause und wir machen das nächste Mal mit meinem Hasskapitel weiter. Und ihr werdet wahrscheinlich auch verstehen, warum ich es so sehr hasse. Okay, bis dahin, macht's gut!